So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Risen. Und zwar sitzen wir hier chillig auf der Bank hinter Meister Belschwur und ja, haben uns nicht viel bewegt. Da oben standen wir eben gerade noch so in der letzten Folge am Ende und jetzt stehen wir halt hier, ne? Ja, jetzt stehen wir auch mal wieder auf und wir machen uns sofort wieder an die Arbeit. Wir verlieren hier auch keine Zeit. Wir können gleich mal die Liste nochmal durchgucken. Ich habe jetzt Cole und Finn schon gefunden, Elias, Josh und Martha. Martha war die kranke Frau ganz hinten. Ich suche Doyle. Wen, Doyle? Den habe ich hier noch nie gesehen. Angeblich handelt er mit Fisch. Nun, für mich arbeitet er nicht, aber vielleicht fragst du mal Sorty. Ja, den habe ich ja schon gefragt. So. Bauer. Costa. Willkommen, ich bin Costa, der Pfandleiher. Wenn du irgendwas brauchst, ich kann's dir besorgen. Hey, du Schlafmütze! Wenn du in meinen Betten schläfst, musst du auch bezahlen. Vorher gibt's keine Waren mehr. Hä? Ach, der hat registriert, dass ich oben im Bett geschlafen habe in der ersten Nacht. Na toll. GG. Hier ist das Gold für dein Bett. Na also. Was verkaufst du? Alles, was ich in diesen schwierigen... Ich habe Waffen, wenn du es brauchst. Aha. Lass... Offiziersrock. Ach, der ist viel, 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 viel schlechter als das, was ich anhab. Geschicklichkeit. Schwache magische Heilung. Ein Wolfsfell. Das muss ich wohl kaufen. Und ein Schild mit 333 habe ich auch. 333. Machete. Benutze ich selber. Zwei Dietriche kann ich wahrscheinlich gut gebrauchen. Den Healpot nehme ich mit. Schwache magische Heilung. Ach was. Fuller? Stehst du auf der Liste? Nö. Aber ich schnack trotzdem mal mit dir. Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Ist ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen. Ich werde nur bezahlt, um hier aufzupassen, also frag mich nicht sowas. Aha. Elias! Hast du dich schon umgesehen? Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Aha. Ich soll dir von Belschwur diesen Heiltrank geben. Ah, gut. Ich danke dir. Lass mal. Warum soll ich mir eine Halskette kaufen? Verstehe ich nicht. Ha. So, wen hatte ich jetzt alles? Elias, Cole. Du warst Elias, ne? Ja. Elias. Finn. Jetzt kommt Martha, oder? Habe ich davor noch einen gehabt? Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Ha! Er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskriege, die warten. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Ja. Das in der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge... Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, wenn du mir hilfst. Hey, warte mal. Du bist doch auch einer von der Vulkanfestung. Bist du etwa gekommen, um mich auszuspionieren? Was sollte das bringen?
Richtig. Es würde euch gar nichts bringen. Eben. Scheint so, als hätten sie dich in der Vulkanfestung nicht klein gekriegt. Das gefällt mir. Was? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst... Genau. Costa der Pfandleiher macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Ich bring... Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht... Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Wie? Das ist mir... Wenn du ihn... Aber leg ihn nicht um und pass auf seinen... Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen, und das willst du ja nicht. Wie viel Gold schon? Er hat mir viel Ärger gemacht. Die Hälfte kannst... Aha. Ich habe das ein bisschen geskippt, weil das eigentlich auch so zu verstehen war. Delgado will beim Pfandleiher Costa Schutzgeld erpressen. Lass mich raten. Du sollst das übernehmen, weil er sich nicht traut. Ja, Costa nimmt anscheinend die Bauern aus und die Banditen wollen ihren Anteil. Costa kam mir schon von Anfang an komisch vor. Delgado braucht dringend Gold, sonst steigen ihm seine eigenen Leute auf den Kopf. Das hört sich gut an. Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Willst du mir helfen, Delgado zu erledigen? Was soll ich für dich tun? Du wirst zum Schein für Delgado arbeiten und das Gold von Costa besorgen. Aber anstatt es ihm zu geben, gibst du es mir. Ich werde dann dafür sorgen, dass es die rechtmäßigen Besitzer zurückkriegen. Verstehe. Wenn Delgado nicht an Costas Gold kommt... Bekommt er Probleme. Vielleicht verlässt er sogar die Stadt. Huh. Na dann muss ich jetzt mich prügeln. Delgado wartet auf sein Gold. Da kann er lange warten. Ich bezahle nicht mehr. Ich befürchte, das wird Delgado gar nicht gefallen. Soll das etwa eine Drohung sein? Mach dich nicht lächerlich. Ich habe mir selber einen Schläger besorgt. Fuller passt jetzt auf mich auf. Euren Schutz könnt ihr euch sonst wohin stecken. Von mir kriegst du nichts. Du willst also nicht zahlen. Ist das dein letztes Wort? Pass mal auf, Kleiner. Es war nicht sehr klug von dir, dich mit Delgado einzulassen. Du hast dir die falsche Seite ausgesucht. Don Esteban ist nicht mehr hier und die Stadt untersteht jetzt dem Orden der Heiligen Flamme. Von mir kriegt ihr nichts mehr. Und ja, das ist mein letztes Wort. Dann muss ich mir das Gold wohl einfach nehmen. Du willst dich also mit mir anlegen? Bitte! Fuller! Hey, Moment. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Bringen wir es hinter uns! Ja! Hey. Ja! Jetzt will ich auch was sehen. Ja! Jetzt will ich auch was sehen. Ja! Sauberer Schlag. Ja! Hey. Los doch! Oh! Ja! Ein Kampf! Seht euch das an! Weiter! Scheiße, der ist stark. Weiter! Hey! Mach schon! Sauberer Schlag! Ah, es ist blöde gegen zwei. Wo? Auf Kost. Ärger? Gestern. Du bist... Was? Ja. Gut. Bringen wir es hinter uns! Ja!
Mach schon. Los, ja. Ja. Das muss ich mir ansehen. Jetzt gibt's Prügel. Weiter. Komm schon, nicht nur blocken. Ja. Oh. Ja. Konterschlag. Oh nein. Das ist echt das Letzte. Weiter. Oh, verdammt. Weiter. Hast mächtig was auf dem Kasten, muss ich schon sagen. Hast du genug? Ja, ich habe genug. Mit dir lege ich mich nicht mehr an. Pass auf, ich schlage vor, wir vergessen die Sache. Arbeitest? Nein. Hier ver- und normal. Keine Schiffe. Soldat. Du willst also nicht. Von mir? Fuller! Den kann. Ich habe gleich gewusst, dass der Versager nichts taugt. Also gut, dann nur wir beide. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Das muss ich mir ansehen. Aha, jetzt nur wir beide, ne? Oh, jetzt will ich auch was sehen. Ja. Ich hab den Ehepot nicht genommen. Ja. Das ist bestimmt wehgetan. Sauberer Schlag. Ich hab den Ehepot nicht genommen. Hier ist das Gold von Costa. Ah, GG. Sehr gut. Es macht sich Spaß. Es macht so Spaß in diesem Spiel, sich zu schlagen. Ich werde es den Leuten geben, denen es gehört. Also, wie machen wir weiter? Delgado sollte wissen, dass bei Costa für ihn nichts mehr zu holen ist. Das wird seine Probleme vergrößern. Wie gehen wir vor? Du gehst zu ihm hin und sagst ihm, dass der Orden das Gold hat. Wenn er keinen Ärger will, soll er aus der Stadt verschwinden. Warum soll... Wenn er kein Gold mehr bekommt, gibt es keinen Grund für ihn, hier zu bleiben. Außerdem wird er irgendwem erklären müssen, wo seine Einnahmen bleiben. Das sollte reichen, damit er aus der Stadt verschwindet. Der Nächste, den ich umbringen muss. Hä? Mieser Schläger! Was willst du? Reicht dir mein Gold noch nicht? Ich hatte dich gewarnt. Ja, ja, ich weiß. Du kannst nichts dafür und hattest deinen Auftrag. Genau. Also am besten vergessen wir die Sache und tun so, als wenn nichts passiert wäre. Gut. Schließlich muss es weitergehen. Haha, okay. So. So, Leute, jetzt schlagen wir uns zum dritten Mal, zum vierten Mal in dieser Folge. Und zwar mit ihm. Das Gold von... Der Orden hat es. Du glaubst, du hast mich ausge... Aber wir sehen uns... Was hast... Ich werde erstmal die Stadt ver... Aber... Pack das... Du suchst Ärger? Ja. Den kannst du... Oh, wow. Ja. Oh, verdammt, fudig. Ja. 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 Wow, verdammt! Was für eine Kombo hat denn der da bitte gezogen? Der schlägt ja mega stark zu auch. Ich bin jedes Mal am Stolpern, wenn ich das blocke. Also wenn die zu stark sind und ich blocke, dann stolper ich so nach hinten. Und das ist echt hart. Also der kriegt mich damit jedes Mal. Das tut weh. Pack das! Du suchst Ärger? Den kannst du haben! Ja! Wow, der schlägt mit einer Wucht zu, das ist gigantisch! Ja! Ja!
Dich sehe ich nicht nochmal wieder, mein Freund. Du bist Geschichte! Und du auch! Tja! Da war doch was. Ach, jetzt stehst du auf, oder was? Meister Belschwur schickt mich zu dir mit diesem Heiltrank. Ich danke dir, Fremder. Endlich mal jemand, der sich um uns kümmert. Danke. Doch die Heiltränke von Meister Belschwur allein werden nicht reichen, fürchte ich. Ich muss meine Frau von diesem elenden Ort wegbringen. Sie braucht ein warmes, sauberes Bett. Wenn ich nicht bald eine Unterkunft für sie finde, wird sie mir doch noch sterben. Ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich danke dir, Fremder. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich kann nur hoffen, dass du fündig wirst. Viel Glück. Okay. Gut. So, gespeichert ist, Leute. Und damit geht's weiter. Wir haben jetzt hier schön... Der Gardo ist tot. Auch ein Weg, den Fall zu lösen. Ich hoffe, wir kommen trotzdem noch an die Hintermänner ran. Ich werde Carlos ausrichten, dass du geholfen hast, Delgado das Handwerk zu legen. Hier ist deine Belohnung. So. Das war natürlich jetzt gut geregelt, ne? Ich brauche ein stumpfes Schwert. Was hatten wir jetzt nochmal vor? Ach genau, noch ein paar Dings verteilen. Cole und Josh. Cole und Josh? Wer zum Geier sind die? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Du bist doch kein Dieb, oder? Oh lol, da ist ein Wolfsfell. Ich muss mal testen, ob das Diebstahl ist, wenn ich das da rausnehme. Das? Du Dieb, ich bring dir Manieren bei! Endlich passiert hier mal was! Oh wow! Ja, es ist Diebstahl. Oh, wollt ihr nicht mal das Wolfsfell mir einfach so geben, ey? Oh, GG. Jetzt muss ich mich da rumprügeln, ey. Oder nachts kommen. Ungesehen. Ha, es hat keiner mitgekriegt, wie ich hier drin war. Oder reingegangen bin. Boop. Boop. Nochmal von vorn. Geht doch. Oh ja, ich liebe es zu klauen. Ich liebe es zu stehlen. Zu stehlen und zu diebsen. Doyle? Doyle! Doyle habe ich auch gesucht. Kann das nicht noch warten? Was machst du denn hier? Das gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich schlafe hier nur. Nur schlafen. Nichts weiter. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Na schön. Du bist der Einzige, der in allen Häusern gesehen wurde. Ein Zufall? Ich würde sagen, du bist schwer verdächtig. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Du kannst mir nichts beweisen. Ich kann dir mal kräftig aufs Maul hauen. Das könntest du bestimmt, aber das wäre ein großer Fehler. Darauf lasse ich es ankommen. Wieso überspringen wir nicht den Teil mit dem kräftig aufs Maul? Und den Teil mit dem, ja, ich habe es getan. Und du hilfst mir, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen? Sag es. Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also, hat doch gar nicht wehgetan. Die Frage ist doch, was mache ich jetzt mit dir? Wenn Sid rauskriegt, dass ich geplaudert habe, bin ich dran. Und bitte, verpfeif mich nicht an den Orden. Die stecken mich bestimmt in die Festung und da will ich nicht hin. Du wirst dich dem Orden stellen. Nein, bitte. Ich will nicht in die Vulkanfestung. Erst einmal hältst du dich weiterhin hier versteckt. Aber dann wird Sid mich umbringen. Keine Sorge, um den werde ich mich kümmern. Mit deiner Aussage werde ich ihn schon dran kriegen. Oh Mist, das wird nicht gut ausgehen.
Doch, doch, das wird gut ausgehen, Leute. Das geht gut aus für ihn. So, ich brauche aber trotzdem noch Felle. Felle. Ich muss erstmal gucken, wo Felle überhaupt sind. Was willst du hier? Hier gibt's kein Fell. Hier gibt's aber ein Fell. Leute, du kommst gerade dann wieder? Mal sehen, ob ich da reinschleichen kann, jetzt hinter ihm. Reinschleichen kann. Weißt du nie? Und raus. Wow! Das hat einfach funktioniert. GG. Hätte niemals gedacht, dass das klappt, ey. Irgendwo hier müssen noch weiterhin noch Wolfsfälle geben. Da gab es doch so eine Quest in Gothic 3. Von wegen, finde die Fälle in der Stadt. Was hast du vor? Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Da war... So, ich brauche wie viele... 5 Wolfsfälle und Wolfsfälle und 5 Wildschweine, ne? Also 1 und 3 brauche ich noch. Ob ich die jetzt irgendwo so schnell wiederfinde oder überhaupt finde, das ist natürlich eine Frage. Der Bauer Arno braucht ein sauberes Bett für seine kranke Frau Martha. Die beiden leben auf der Straße. Ich weiß, die beiden befinden sich in einer sehr schlimmen Lage. Das kann nicht so weitergehen. Eigentlich bräuchten wir einen Schlafplatz für besonders schlimme Fälle. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich Arnos Frau unterbringen soll. Naja, vielleicht fällt dir ja was ein. Vielleicht bei Costa? Wir werden sehen. Oh, Buchständer ist frei. Ein paar Aufzeichnungen über alte Geschäfte. Plus 10 Erfahrung. Ach, und der Typ hat hier gar keine Fälle drin, oder was, ey? GG. G to the G. So, was geht hier ab? Das ist wahrscheinlich Flavius Butze. Hier wird alles eingesteckt, meine Freunde. Hier wird alles eingesteckt. Nur keine Fälle. Oh Mann, ey. Keine Fälle. Was ist da los? Finn. Und ich muss noch mehr Arbeitslose finden, die hier... Cole! Hier! Kannst du mir... Hier in der... Was ist... Das kann... Was? Habe ich dir schon den... Nach Cole habe ich anscheinend schon den Drink gegeben. Leichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Wer ist das denn? Hey, Kleiner. Ich kenne dich ja gar nicht. Ist wohl noch nicht lange hier, was? Bleib in der Gosse, dann passiert dir auch nichts. Du gehörst zur Stadtwache. Und die Stadtwache vertritt das Gesetz. Also sei immer schön brav. Dann kriegst du auch keinen Ärger. Es gibt nur wenige Stadtwachen. Das war mal anders. Wir waren die Ersten, die in die Ruinen gegangen sind. Und viele von uns sind nicht zurückgekehrt. Das war noch bevor Inquisitor Mendoza mit seinen Leuten ankam. Wenn wir nicht gegen die Monster gekämpft hätten, wäre hier jetzt niemand mehr am Leben. Ha. Ah, kannst du mich trainieren? Das kostet dich aber schließlich. Kannst du... Schwert! Wie viele Lernpunkte habe ich? Lernpunkte? Okay, ich mache 2x auf Schwert. Kannst. Ich erkläre, wenn er. Ja, mit einem ja, aber ja, konzentriert. Boah, der labert aber auch dabei. Und. Ist da. So. Damit sind wir auch jetzt ein bisschen besser mit dem Schwert. Pavel, was bist du auf meiner. Nee, du bist. Josh, hier ist er. Kundschaft. Das sieht man gern. Was kann ich für dich tun? Hier. Ich hab hier. Danke. Ich wünschte, es gäbe mehr Männer, die sich um uns arme Schweine kümmern würden. Tja, gibt's aber nicht. Bart? Hey, du. Interesse an einem wertvollen Artefakt. Ach, Bart, du bist einer der Drillinge. Was für ein Artefakt hast du denn anzubieten? Eine große goldene Schale. Wenn du sie. Ja. Okay. Alles klar.
Pass aber bloß. Ich hörte, dass die Jungs vom Don... Bam. 150 Gold kosten mich diese blöden Dinger, ey. Ich muss jedes Mal halt Gold dafür ausgeben. Weil ich glaube nicht, dass man dadurch Quests irgendwie reinkommt. Mit dem anderen habe ich mich auch bis zum Tod. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Was? Und hier komme ich nicht rauf? Doch. Hier gibt es keine Wolfsfälle? Mann, wo sind denn hier die Fälle? Okay, ich gehe mal darüber. Gucken, ob ich hier was finde. Oh, der Fallschaden ist extremst. In diesem Spiel. Halte deine Finger bei dir. Ja, sehr gut. Ah, oh, Buchständer. Verloren. Erfahrung plus 10. Ist die Karte fertig? Nein. Nein, noch nicht. Nein. Ah, der alte Lamm, ey. Wo bin ich denn jetzt? GG. Hier ist auch kein Fell. Ist ja gut. Wow, ich glaube, hier herrscht irgendwie ein Bug. Ich lande schon wieder auf dem Dach. Kann ich da einfach nicht reinschleichen? Okay, Spiel, du hast mich. Du hast mich. Ich werde es nicht ausrauben, dieses Haus. Aber ich muss jetzt irgendwie... Habe ich jetzt allen schon einen Healpot gegeben? Ich werde jetzt erstmal eine Runde schlafen bis mittags. Wir sehen uns morgen, Leute. Zack! Oh, verdammt! Ich bin so in diesem Spiel und im Rätseln gefangen, dass ich echt hier schon bei 27 Minuten... Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann weiterhin in dieser Stadt alle Quests erledigen werden und weiterhin den, den Leuten von der Inquisition, vom Orden hier in den Arsch kriechen werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und haltet die Ohren steif!